Was geht ab, meine Z-Fighter-Hose hier? Und heute ist das Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner Nummer 7 auf Dragon Ball Legends erschienen. Wir werden heute zwar summon, jedoch noch nicht in dem neuesten Banner, sondern wir machen noch heute die letzten Steps im Black Friday Banner und haben noch ein paar Tickets für das Master-Ticket-Banner. Bevor wir damit aber anfangen, Freunde, die wichtigsten Informationen, die neu hinzukamen. Wir haben zum einen, Freunde, loggt euch bitte, sofern ihr natürlich Dragon Ball Legends spielt, jeden Tag über die nächsten zwei Wochen ein. Wir haben nämlich eine Vorabfeier für die Premiere vom Dragon Ball Super Broly Film. Wir haben einen super Login-Boni. Heute haben wir zum Beispiel beim Login 500 Kristalle bekommen. Das Ganze ist bis zum 14.12. Freunde, gibt es ein Login und 14.12. ist Filmrelease in JP. Und ja, der Filmrelease ist zwar nur in JP, aber das muss trotzdem nicht heißen, dass das auch direkt bei den Spielen kommt. Legend zum Beispiel ist weltweit. Dokkan haben wir zwar Global und JP getrennt, aber Global gibt da nicht so viel Wert, sag ich mal, auf Spoiler. Denn damals als Beispiel zum Beispiel kam auch Ultra Instinct Goku online auf der globalen Seite von Dokkan Battle, bevor er überhaupt im Westen ausgestrahlt wurde, im Englischstab quasi, ja. Also da scheren die sich, sag ich mal, nicht so. Deswegen bewegen wir uns langsam auf allen Spielen, Freunde. Das wisst ihr schon auf den Filmen zu. Jedoch, wie gesagt, Freunde, loggt euch jeden Tag ein bis zum 14.12. Wir bekommen am ersten Tag 500 Kristalle. Wir bekommen auch Sparken-garantierte Ticketbanner. Das ist das, was rot angeschrieben ist. Das sind Zeitkristalle und Sparken-garantierte Banner. Im Masterpack könnt ihr euch gerne abchecken, was da zu holen gibt. Loggt euch auf jeden Fall ein. Andere Sache ist auch, Freunde, macht bitte jeden Tag eure Daily-Missionen, denn wir bekommen hier Sparking-Tickets daily. Jeden Tag bekommen wir nicht, also wir bekommen silberne Ticket-Beschwörung, silberne Tickets, sagen wir es so, Ultra-Tickets-Beschwörungsbanner Nummer 7 oder Ultra-Tickets Nummer 7. Und jeden Tag könnt ihr euch davon eins aus den täglichen Missionen holen, Freunde. Und wenn ihr 7 Stück habt, dann könnt ihr mit 7 Stück ein Sparking garantierten Single Sum raushauen. Heißt, mit 7 Tickets bekommt ihr einen Sparking garantierten Charakter. Wir bekommen bis zu 17 Tickets in diesem Zeitraum bis zum 17.12. Wir können dann quasi nur 14 verwerten, um 2 Sparking Charaktere zu bekommen. Den Überschuss könnt ihr dann als Single Sum jedoch raushauen ab dem 14.12. Freunde, in diesem Banner. Die Charaktere könnt ihr euch gerne mal abchecken, die sind gar nicht mal so schlecht. Bardock hier hat ja an der Stelle Super Saiyan Boost, wird auch immer stärker. Oder ja, wenn Super Saiyan Charaktere vertreten sind, Schild ist für seinen Freezer Clan am Start mit seiner Sehfähigkeit. Und dieser Goku ist für gelbe Charaktere. Und ja, die Charaktere, ohne Spaß, Freunde, die sind wirklich solide. Schlecht sind sie nicht, jedoch würde ich euch vielleicht raten, haut in diesem Banner vorerst, in diesem Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner, haut da vorerst nur eure Daily Summons raus. Und die Sparken-garantierten Tickets, weil dann bekommt ihr auf jeden Fall 2 Sparken-garantierte Charakter und wer weiß, vielleicht sind da 2, die ihr gerade wolltet oder 2, die neu sind, hoffe ich für euch, damit ihr quasi so wenig wie möglich in diesem Banner ausgibt, weil wir bewegen uns auf den Film zu, Freunde. Und ich denke, Broly, der vom Dragon Ball Super Broly Film, und wenn da noch andere Sparken-Charaktere hinzukommen, die werden sicherlich wirklich gut. Die sind nicht schlecht, wie gesagt, aber würde euch vielleicht raten, nehmt vorerst, wie gesagt, die Dailies mit. Hier macht jeden Tag die Dailies, 20 Kristalle. Holt die Tickets auf jeden Fall und dann schaut, was habt ihr aus den Sparken-Ticket-garantierten Banner gezogen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann könnt ihr im Endeffekt immer noch reingehen. Das Banner ist ja dann noch online. So meine Empfehlung. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, wie ihr mögt. Aber behaltet eben im Hinterkopf, dass wir uns auf den Film zu bewegen. Wie gesagt, Freunde, eigentlich wäre es so eine Information mehr oder weniger. Da kamen gewisse Events rein. Könnt ihr euch gerne mal in den News-Section abchecken. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir das haben. Und ich habe die letzten Tage hier, ich kam da bis Step 4. Wir machen noch diesen Step zu Ende, Freunde. Aus Step 4 aus dem bis Step 4 habe ich aus den Summons nichts gezogen, kein Sparken-Charakter. Aus dem Ticket jedoch, für Step 4 habe ich ein Ticket bekommen. Da habe ich Super Saiyan 3 Goku gezogen. Das war auf jeden Fall nice. Der ist bei mir jetzt auf 5 Sterne. Warum sammle ich hier und nicht in dem Bardock-Banner? Wie gesagt, vielleicht werden wir im Bardock-Banner noch sammeln. Aber ich werde auch versuchen, so wenig wie möglich reinzuhauen. Auch wegen Dragon Ball Super Broly Content, was noch auf uns zukommen wird. Ah, leider nur neutral. Und genau, ich bin noch hier in diesem Banner, weil ich hätte liebend gern einen Dupe für Majin Vegeta. Ich weiß nicht, der Charakter auf 2 Sterne, das ist so. 3 Sterne bekommt er wenigstens noch einen Sehfähigkeit Boost, aber so 2 Sterne ist er so. Ja, wow. Also der ist nicht schlecht. Aber na klar, Dupes machen hier in dem Spiel natürlich was aus. So ist nicht. Wären kein Muss, aber ich hätte einfach gern einen Majin Dupe. Aber im bitte. Ist wahrscheinlich ein Dead Multi. Danach haben wir einen kostenlos. Dann haben wir noch einen hier. Und dann bekommen wir einen Tick. Oh mein Gott. Ihr müsst jetzt überlegen. Ich kam bis Step 5. Und ich habe aus den Summons nichts gezogen. Also da lief unser erstes Video auf jeden Fall viel, viel besser. So ist nicht. Ich beschwere mich aber auch nicht. Aber damit ihr vielleicht mal so einen Vergleich habt. Ja, jetzt sind wir bei Step 6. Noch kein Sparking aus den Multis gezogen. Oder aus den Steps hier. GG.
Aber wir switchen immer hin und her, Freunde. Wir machen hier noch, wir haben hier jetzt einen Multi gemacht, dann machen wir hier noch. Wo bin ich hier? Da haben wir auch noch zwei Multis. Wir switchen immer hin und her, Freunde, in diesem Video. Mir war es auf jeden Fall wichtig, dass, ja, dass ihr vielleicht seht, wie ich die letzten Steps mitnehme. Aber auch wegen den Informationen, Freunde. Loggt euch auf jeden Fall ein. Sei es wegen dem Login-Boni oder wegen den Tickets. Holt da alles mit, was ihr könnt. Ansonsten, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls euch das Ganze gefällt, was ihr treiben, auch falls ihr Dragon Ball Legends feiert, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Die jede Unterstützung zählt und über jede bin ich glücklich. Natürlich wie immer, Freunde. Aber Mist. Immer wenn ich so Ticket-Summons mache, boah, die Summons waren bis jetzt nicht so geil. Im letzten Ticket-Summon haben wir nichts gezogen. Aus wie viel? 40 Tickets hatten wir, glaube ich. Kein Sparking, nichts. GG. Aber heute haben wir im Endeffekt auf jeden Fall ein Sparking durch das Ticket. Ich hoffe, wir ziehen im Step nachher noch mehr als nur dem garantierten Ticket. Wir haben noch zwei Multis, da könnten wir schon was droppen. Aber ich hoffe, Freunde, wie gesagt, das sah komisch aus gerade. Ich hoffe, wieder nichts gegeben. Ich hoffe aus dem Ticket, ich will nicht sagen Majin, sondern ich will trotzdem sagen, einen von den drei Charakteren, die haben erhöhte Rate. Ich hatte bis jetzt das, ich will es nicht sagen. Ich hatte bis jetzt das Glück, dass ich aus den Tickets wirklich nur einen der drei gezogen habe. Könnte sich heute vielleicht ändern. Ich weiß, ich sag das oft, aber ich habe es einfach so immer im Gefühl. Wenn es anders kommt, nur natürlich umso besser. Anyway, ich halte vielleicht mal den Ball flach und dann gucken wir, was hier abgeht. Was haben wir am Start? Die haben hier drei Pots. Super Saiyan haben wir auch, sehr schön. Oh, wir bekommen auf die Fresse. Ich habe damit kein Problem, wenn Vegeta kommt, mein Freund. Goku? Weißt du, dann ist ein neutraler Clash wieder. Ich hasse neutrale Clashs. Ja! Jawohl! Okay, ein Sparken haben wir schon mal. Oh mein Gott, so fängt's an, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Einer von den drei wirklich. Bitte, bitte. Die haben die erhöhten Rates. Legends, bitte. Die haben die erhöhten Rates. Cyberman, please. Mhm, einer von den drei. Yeah, yeah. Du verschießt mich. C18. Jacko. Ja, okay. Na klar. Goku Black. Her damit. Ein Dieb für Goku Black. Drei Sterne Goku Black. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Goku Black, nice. Nehme ich auch, für den nehme ich einen Dieb auf jeden Fall auch an. So ist nicht. Aber ihr merkt es wahrscheinlich schon, ne? Der Boy will Majin. Ist auf 3 schon. Jawohl, perfekt. Jetzt steigt seine Siegfähigkeit. Sehr schön. Nächstes Mal, wo es steigt, ist bei 5. Aber auf 5 jage ich die nicht aus. Nicht. Das war das auch nur noch ein paar Tage online. Ich glaube, 2 Tage oder so. Anyway. Oh, nice. Goku Black. Sehr schön. Goku Black. Über Goku Black freue ich mich auf jeden Fall. Wir haben da noch jetzt einen quasi. Wir gehen aber wieder kurz rüber. Oh, Goku Black, wenn ich so überlege, Goku Black, es ist halt legit, Goku Black hat einfach total ein Comeback wieder gestartet, sei es in Legends oder in Dokkan, also in JP, der ist in alle Munde gerade. By the way, JP und Dokkan Global haben erste Platzpreise bekommen, jeweils 30 Stones und Orbs, ein bisschen mehr, könnt euch gerne abchecken, die globale Seite ein bisschen mehr bekommen, aber 30 Stones, Freunde, auf Global und auf JP. Okay, gehen wir wieder rüber zum Master Packs Banner. Hey, ohne Spaß, wir haben jetzt im Master Packs Banner seit 5 Multis kein Spartan-Charakter gezogen. Ist hier vielleicht einer da? Also jetzt nicht 5 Multis in dem Video, aber an sich im letzten Video. Im letzten Video habe ich, glaube ich, 40 Tickets rausgegangen, oder? Kann das sein, Freunde? Ich denke, ja. Krass. Ich meine, Free-to-Play-Tickets, alles schön und gut, aber wir wollen auch die Spartan-Charaktere, ne? Dann ist es umso schöner, wenn das Free-to-Play-Herz aufschreit wegen einem Sparking-Charakter. Okay, okay, okay. Sieht nicht so gut aus. Pycorn, ey, Pycorn ist überall. Pycorn ist legit überall. Oh mein Gott. Was? Wieder? Krass. Das war der 5. Multi. 50 Tickets. In den letzten, wie vielen Wochen war es? 3 Wochen, 2 Wochen, egal. Naja, ich habe damit kein Problem. Legends, pass auf, ich habe damit kein Problem, wenn wir hier dafür wieder einen Spartan-Charakter ziehen, Freunde. Allerletzte Multi für mich, das Ding ist noch 2 Tage online. Vielleicht schaffe ich noch durch die Dailies einen Step oder so. Vielleicht schaffen wir heute noch ein paar Steps. Also den ersten vielleicht. Aber wir kommen im Endeffekt, oder ich komme nicht mehr auf ein Ticket. Das wird unser letzter Multi sein und unser letztes Ticket im Step-Up-Banner. Das war echt ein geiles Banner. Komm schon, hör auf. Mach irgendwas. Kakarot? Kakarot. Kakarot, Torino. Bitte mach irgendwas. Irgendwas, bitte. Kakarot, hör auf. Nein, du sollst nicht verlieren. Nein.
Was? Idee. Ah, den hat sich noch gar nicht. Naja, was soll's. Hoho, Extreme King Piccolo. Nein, lass es nicht so enden. Ich meine, wir haben noch ein Ticket. So ist, wir haben noch ein Ticket, Freunde. Freunde, Group Summon Time. Hashtag 1 Singstar. Macht mit in irgendein Spiel eurer Wahl. Sei es Legends, Blazing, Dokkan. Egal, was ihr zockt. Wir haben nämlich hier. Wo ist unser Ticket? Hier, Freunde, ein Ticket. One last ticket! Ich wünsche euch sehr viel Glück, Freunde, und bitte auch hier, hoffentlich zieht jeder, der in diesem Banner noch mit dem Ticket einziehen kann, einen der drei, Freunde. Einen der drei, das wollen wir aus diesem Ticket, denn die haben jeweils 20%. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Ich zähle gleich runter, okay? Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Lasst mich aber auf jeden Fall noch wissen, was ihr gezogen habt. Sei es in YouTube-Kommentaren oder auf den Social-Media-Kanälen. Alle Links in der Beschreibung. Karot dreht hier auf. Karot, bitte. Einen der drei. Karot, bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Einen der drei. Einen der drei. Okay, 4 Sterne Goku Black. Geil. 5 Sterne Kakarot. So, bis den 3 Karot habe ich. 5 Sterne. 3 Sterne Goku Black. Ist geil, Freunde. Aber ihr merkt es wahrscheinlich. Ich bin Majin, ich würde ein Majin-Dupe. Schade, schade, schade. Aber also, nicht falsch verstehen. Das ist gerade Meckern auf hohem Niveau, aber höher geht's nicht. Aber trotzdem, ich hätte gerne ein Majin-Dupe. Oh mein Gott, das wird mich jetzt verfolgen. Weil, wie gesagt, bei 3 Sterne bekommen sie Fähigkeit plus. Das wäre geil. Der Dreams. Naja, was soll's. Vielleicht irgendwann anders. Es sei denn. Spaß. Okay, gut. Freunde, 120 Kristalle haben wir noch. Lass uns die Dailies von heute noch raushauen. Wo können wir noch alles was raushauen? Wir haben hier ein Deal. Ja, wir hauen noch die allerletzten 3 Dailies raus, Freunde. Und dann hoffe ich, das ganze Video hat euch gefallen. Wie gesagt, loggt euch auf jeden Fall ein. Everyday. Springen wir das Ganze mal. Loggt euch jeden Tag auf jeden Fall ein. Sei es wegen dem Dragon Ball Super Broly Celebration. Sei es wegen den Tickets auf jeden Fall vom Ultradimensionsbeschwörungsbanner. Holt euch auf jeden Fall die Tickets, Freunde. Holt sie euch auf jeden Fall. Weil ihr kommt an bis zu 2 Sparken garantierte Charaktere einfach so. Und ich meine, das sind 3 neue Charaktere. Wenn einer von denen zieht, auf jeden Fall mit den 2 oder am besten durch die 2 Charaktere 2 neue zieht, wäre es umso geiler. Holt euch auf jeden Fall einfach die Tickets durch die Daily Mission. Ist nicht schwer. Ihr müsst euch einfach nur die Daily Mission machen. Das ist echt nicht schwer. 10 Energie verbrauchen, tralala, 1 Ausrüstung und so weiter und so fort, Freunde. Kommen wir zum letzten Daily Summon. Super Saiyan Bardock sieht schon geil aus, ne? Super Saiyan 2 Bardock. So ist 2, sage ich. Super Saiyan Bardock. Ja, Freunde, wir lassen die Animation mal laufen. Machen ein bisschen Spannung, auch wenn da nichts passieren wird. Aber ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, dann gebt ihm auf jeden Fall ein Like, Gorino. Und wir sehen uns dann. Das nächste Mal, Freunde. Oh, immerhin ein Extreme-Charakter. Alright. By the way, sind 2 neue Extreme-Charaktere gekommen. Trunks und ein Angel Vegeta. Anyway, Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.